Hardy, Wynn und Pranker sind wieder im Geschäft. Der Laden wird sich nicht selbst ausrauben. Geld und Gold, jetzt! Du willst dich nicht mit diesem Paar anlegen. Alles läuft nach Plan. Alles, was noch fehlt, ist eine kleine Überraschung. Pranker wird so begeistert sein. Hände hoch! Was ist hier noch los? Das sieht verdächtig aus. Puddin, du hast es richtig gemacht. Du wirst ein Papa. Das sind tolle Neuigkeiten. Es wird einen weiteren Superschurken in der Familie geben. Warum stehst du nur da? Klatschen und jubeln! Komm schon, Schatz. Du musst so müde sein. Hardy Wins Bauch wird immer größer und größer. Das heißt, es ist Zeit, zum Arzt zu gehen. Aber schwangere Stimmungsschwankungen sind ernst zu nehmen. Hände weg, Pranker. Du ärgerst das Baby. Schatz, was ist denn los? Das würdest du nicht verstehen. Mir reicht's. Ich gehe. Es droht ein Familienstreit. Aber Pranker wird der Sache auf den Grund gehen. Oh. Hey, Doktor. Wir haben einen Termin. Dieser Stuhl ist so unbequem. Machen Sie weiter, Doktor. Hände weg. Oh nein. Der Doktor sitzt in der Falle. Der Fall ist schlimm. Papa wird eingreifen müssen. Hardy, hör gut zu. Wir brauchen eine Ultraschalluntersuchung. Sofort. So soll es sein. Aber das ist das letzte Mal. Der Arzt wird es sicher schaffen. Es sei denn, das Baby kommt dir in die Quere. Hardy, was ist hier los? Macht nichts. Das Baby mag einfach keinen Ultraschall. Es hat dein Temperament, Pranker. Keine Superschurken mehr im Krankenhaus. Werdende Mütter schlafen sehr wenig. Die Hauptsache ist, dass du Hardy nicht störst. Das ist alles, was ich brauche. Schatz, beweg dein Bein nach hinten. Und gute Nacht. Aber süße Träume sind heute Nacht aus. Vor Hardy ist Wynn ihr größter Feind. Noch ein bisschen mehr und Bad Boy wird seine guten Taten beichten. Ups, mein Fehler. Es ist nicht Bad Boy, es ist ihr geliebter Puddin. Und er hat im Moment eine Menge Ärger. Aber das Kitzeln hilft immer. Hardy, das ist nur ein Albtraum. Aber der Traum geht weiter. Du kannst nicht entkommen, Bad Boy. Nimm das. Wer ist da? Es ist klar. Hardy kämpft wieder gegen jemanden. Lass sie ihren Spaß haben. Das ist kein Scherz. Hardy, gib es mir. Und jetzt lass uns ins Bett gehen. Jetzt wird die Geliebte nicht mehr schlafwandeln. Was? Es ist schon morgen? Das geht nicht. Guten Morgen, Pranker. Warum sind mir die Hände gebunden? Wie auch immer. Kopf hoch, Pranker. Schau dir diesen Morgen an. Wenn du es sagst, Schatz. Es ist an der Zeit, über ein Kinderbett für das Baby nachzudenken. Es wird so gemütlich sein. Oh, Pranker. Da bist du ja. Sieh mal, das ist die Wiege des Babys. Und wir werden sie da drüben hinstellen. Papa hat einen verantwortungsvollen Job zu erledigen. Er muss das Gebiet räumen. Nimm das ganze zusätzliche Zeug raus. Aber wir haben einen illegalen Bewohner hier. Wie bist du hierher gekommen? Gestehe. Oh, was für ein Geruch. Dieser Typ sollte rausgeworfen werden. Schatz, wie begrüßt du die Gäste? Es ist unanständig. Hätten Sie gerne etwas Tee, Sir? Und fühlen Sie sich wie zu Hause. Pranker hingegen wurde nicht zur Teeparty eingeladen. Er muss noch eine Menge aufräumen. Und Hardy ist eine sehr gastfreundliche Gastgeberin. Sie beschloss, ihm eine Führung durchs Haus zu geben. Das ist nicht fair, Hardy. Dieser Obdachlose ist ein großartiger Mutterschaftssparringpartner. Eine Rassel, eine Mütze, er ist genau wie ein Baby. Daddy ist fast fertig. Gut gemacht, Puddin. Beeil dich.
Sieh mal deine neue Wiege. Schwangere Superschurken sind so nett. Danke, Mami. Oh. Hadi. Pranker, misch dich nicht in die Probe ein. Yay! Eine Superheldin muss immer in Form bleiben. Und Harley hat eine Yogastunde. Ich muss mich harmonisch bewegen. Oh, ich glaube, es hat angefangen. Chaos-Energie ist die beste Quelle für Zen für einen Superschurken. Wie gut, dass Pranker ihr immer den Rücken frei hält. Schatz, du bleibst doch heute Abend nicht lange weg, oder? No. Aber Paddin steckt in ernsten Schwierigkeiten. Der Feind ist am Gewinn. Hilfe! Das ist alles so ein schlechtes Timing. Aber der Pranker fragt... Bin auf dem Weg. Ja! Ja, die Atmosphäre vom Chaos ist nicht mehr dieselbe. Lass ihn los. Oh. Problem beseitigt. Ich stimme dir zu, Pranker. Du gerätst immer in Schwierigkeiten. Und heute Abend gibt es Leckereien zum Abendessen. Bedien dich, Schatz. Mh, köstlich. Aha. Hardy hat kulinarisches Talent. Hier ist dein Tee. Was ist das, Pranker? Hardy, das gehört dir. Lüg mich nicht an. Das war's. Du ziehst bei deiner Mutter ein. Stimmungsschwankungen in der Schwangerschaft sind zu viel. Warum wurde Hardy so wütend? Halte durch, Pranker. Denk nicht mal dran, Hardy. Ich werde beweisen, wer von uns beiden recht hat. Pranker hat jetzt zwei Küsse. Und sie sind identisch. Der Streit hat sich von selbst gelöst. Die schwangere Hardy Wynn wurde so unaufmerksam. Dein Tee, Darling. Ich räume in der Zwischenzeit auf. Der Roller ist das beste Transportmittel. Er ist schnell und bequem. Aber Superschurken haben das nicht. Was für eine Schande. Pranker, ich will auch so einen. Bitte. Wenn dein Geliebter dich um etwas bittet, musst du es tun. Ich nehme das, Junge. Das ist für dich, mein Schatz. Aber Hardy hört damit nicht auf. Pranker, er hat so einen coolen Hoodie. Ich will ihn haben. Warte hier. Junge, zieh deine Sachen aus und mach keinen Mucks. Wie kannst du zu einem Superschurken Nein sagen? Sein Wort ist Befehl. Das ist für dich, Schatz. Yay! Danke, Pranker. Passt das zu mir? Natürlich sollen wir nach Hause gehen. Aber Hardy hat einen anderen Wunsch. Chips. Sie sehen so köstlich aus. Hey, Mann. Nicht schon wieder. Aber du solltest die schwangere Hardy nicht verärgern. Hier, bitte. Danken Sie mir nicht. Gestohlene Chips sind die leckersten. Pranker, warum braucht der Typ eine Hose? Finde dich damit ab. Ihr Mann wird ihr jeden Wunsch erfüllen. Was macht diese Frau hier? Adam, geht's dir gut? Was ist hier passiert? Sie bekommen auch ein Baby. Das ist so süß. Der Scooter und die Chips werden Ihnen sehr gelegen kommen. Ich glaube, du hast das verloren. Mütter werden sich immer gegenseitig verstehen. Und das ist Freundschaft für immer. Adam, du bist so ein Chaot. Gib es zurück. Und das ist ein Geschenk von uns. Danke, Mädchen. Du bist reizend. Du kannst schwangere Frauen nicht verstehen. Behalte wenigstens deine Hose, Kumpel. Heute Abend gibt es einen Filmabend. Und mit Popcorn wird die Lieblingssendung im Fernsehen gleich viel interessanter. Aber du kannst die Limonade schon spüren. Oh, ich muss rennen. Hardy, ich brauche nur eine Minute. Aber es ist gar nicht so einfach, in den begehrten Raum zu kommen. Mach Platz für eine schwangere Frau. Aber du musst lange warten. Sehr lange. Wie lange? Hier bin ich, Pranker. Oh nein, ich muss zurück. Ich bin gleich wieder da. Die Nerven liegen blank. Und Pranker hat schon einen Plan verraten. Das Problem ist gelöst. Hardy ist auch bereit, die Filmsession fortzusetzen. Wenn sie nur einen Schluck Limonade haben könnte. Hardy, hör auf. Du kannst keine Limonade haben. Das ist schlecht für das Baby. Wie lange denkt Pranker schon so mit? Uff, das war knapp.
Paddy ist unglücklich. Sie will etwas, aber sie weiß noch nicht, was es ist. Wie wäre es mit Eiscreme? Zu süß. Nimm es weg, Prinker. Aber keine werdende Mutter würde Blumen ablehnen. Aha. Schatz, das ist für dich. Was für ein furchtbarer Geruch. Ein Spielzeug ist das, was Hardy braucht. Igitt, ist der hässlich. Pranker hat keine Ideen mehr. Aber Hilfe ist schon unterwegs. Haha. Hey Kumpel, warum so traurig? Wie wär's mit einer Pizza? Raus hier, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Pranker, du bist mein Held. Das war so lustig. Und jetzt ist es wieder traurig. Darum geht es hier also. Hm? Hardy amüsiert sich über diesen Typen. Und sie sollte nicht traurig sein. Wir müssen handeln. Tut mir leid, Junge. Ich tue es aus Liebe. Willst du nicht etwas Geld verdienen? Paddin, du brauchst jetzt meinen Schläger. Wie du willst, Schatz. Und die Vorstellung geht weiter. Das ist für dich. Lass es dir schmecken. Pizza, was für eine tolle Idee. Vielleicht wird Hardy hellhörig, aber sie ist schon in bester Stimmung. Es hat sich herausgestellt, dass dieses Eis wirklich sehr, sehr gut ist. Und es ist Raubnacht. Hilfe wird nicht kommen. Mach dir keine zu großen Hoffnungen. Bald werden die Superschurken reich sein. Hier gibt es eine Menge Geld. Kannst du nicht leiser sein, Junge? Du machst mich nervös. Aber es drohen ernsthafte Probleme. Erwischt. Es ist die Polizei. Die Bösen können nicht entkommen. Sie können nicht mit Handschellen umgehen. Aber Hardy hat eine kühne Idee. Ah, ich muss ins Krankenhaus. Es ist dringend. Keine Panik, Ma'am. Atmen Sie. Das Gefängnis wird gestrichen. Wir gehen in die Entbindungsklinik. Schatz, das ist eine gute Idee. Du bist die beste Schauspielerin. Kannst du nicht schneller fahren? Das Baby kommt gleich auf die Welt. Juhu, wir sind da. Aber die Polizei hat einen Notruf. Die Eltern können es von hier aus übernehmen. Hurra, die Gefahr ist vorbei. Sie haben die Polizei getäuscht. Sie können jetzt nach Hause gehen. Warte, ich glaube, es hat angefangen. Echt jetzt? Es ist gut, dass das Krankenhaus in der Nähe ist. Hardy, es wird alles wieder gut. Du schaffst das. Und Daddy macht sich schon große Sorgen. Warum dauert das so lange? Hier ist Mami. Pranker, ich bin hier. Das ist unser Sohn. Auf keinen Fall. Was für ein Verrat. Hab ich dich, Paddin. Das ist ein Scherz. Jetzt sieh dir unser Baby an. Und das wird sogar den Superschurken berühren. Ich wünschte, wir hätten keine nassen Überraschungen. Die Familie ist bereit. Wir können jetzt nach Hause gehen.